Keine Ahnung, was die Balinesen hier schon wieder früher morgen machen, aber das sieht nicht gut aus. Das hört sich auch nicht gut an. Also irgendein Motor läuft da auf Dauerbetrieb und räuchert uns jetzt hier komplett ein. Ich mache mir gerade mein Müsli selber. Eiweißshake gemacht, hier sind Haferflocken. Dann habe ich Kaffee gemacht und das ist ein schönes Geschenk. Geht dann perfekt, oder? Es sind nur ein paar Früchte drauf. Ja, eigentlich an den schönsten Pool der Welt. Also für mich ist der bisher der geilste Pool. Aber Wetter ist nicht der beste. Aber. So Freunde, wir haben heute einen verregneten Tag, deswegen eigentlich wollten wir nach Uluwatu runterfahren, da ist aber noch mehr Regen. Und Jan ist ja auch mit hier am Start, mit seiner Frau. Und da haben wir uns quasi jetzt überlegt, einen kleinen Ausflug zu machen zu ganz coolen Sachen. Einmal in eine Cafeteria, da wird ein Bild drauf gedruckt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe schon eins rausgesucht, das werdet ihr dann sehen. Dann wollen wir vielleicht noch in eine Shisha-Bar gehen. Dann haben wir noch einen Indoor-Spielplatz für Männer rausgesucht, irgendwie so mit Trampolinen und so. Da wollen wir mal gucken, ob das cool ist. Und dann haben wir heute den letzten Tag die Scrambler. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, einen geeigneten Strand zu finden, wo wir quasi ein bisschen Halligalli machen können. Wir wollten noch ein paar Bilder machen, ein paar Videoaufnahmen und irgendwie... Ja, der letzte Tag, ich bin gespannt, ob das was wird. Und danach packen wir eigentlich schon unsere Sachen, denn Eugen, Steffi und ich, wir fahren nach Singapur. Ich wollte eigentlich nie nach Singapur, ich habe mir gedacht, das brauche ich mir nicht angucken. Jetzt müssen wir es wegen dem Visum, wir müssen kurz raus. Von daher, ich lasse mich mal überraschen. Ich kenne eigentlich nur das Marina Bay, dieses geile Hotel mit dem Pool oben. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ich treffe noch meinen Hautarzt dort, den Tim. Also mal gucken, wir werden was essen gehen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also auf das Essen in Singapur bin ich gespannt. Ja, also wir gehen erstmal los zum Kaffee. Piccolo, like that one. And then if you don't like coffee, you can choose specialty latte. Okay. This one all item no coffee. But if you like this one but with coffee, you can add on espresso. If you want the picture, you can send your picture in AirDrop in Coffee's iPhone. Also wir haben jetzt gerade oben Bestellung aufgenommen. Die anderen Jungs nehmen alle die Bilder von ihren Mädels. Ich habe ein Bild mit meinem besten Kumpel, mit meinem Buddy, der ist noch in Dresden, mit René. Mal gucken, ob es geil aussieht. Das war ein Bild aus Brasilien. Das ist eine kleine Challenge für die jetzt hier. Mal gucken, wir gehen mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer ich hatte. Ich glaube Nummer 7. It sends me to the peak. Without no regret. You got no love. Without no love. You got no regret. Without no regret. You got no love. Was sagst du zu der Kaffee-Idee? Schon ganz cool aus. Also wie fein das so drauf geht. Ja. Dieser scheiß Automat, der macht echt viel Umsatz. Ja, aber du machst es ja mit einer App. Das heißt, du kannst auf deine Handy-App das Ganze gestalten, das Foto wählen, Kontrast etc. wählen und dann einfach den rüberschicken. Kriegst eine Nummer zugewiesen, dann kannst du deinen Kaffee direkt bestellen. Das ist echt genial. Bloß was mache ich jetzt mit meinem Kaffee? Soll ich erstmal eine Rallye andecken? Warte mal, Rallye gleich mal. Ja, aber es ist halt so von der Kaffee. Ja, aber ich glaub, aber bitter. Das, das schmeckt wirklich bitter. René, du hast jetzt einen weißen Arsch. Dafür ist ein Stück jetzt. Ich glaube, wir haben ein kleines Verkehrschaos ausgelöst. Ich denke nicht. Das machen die immer so. Das ist sehr nice. Das ist anderthalb Liter, oder? Ja. Keine Ahnung. Tennisclub.
Sieht es wirklich aus wie ein Tennisclub. Hallo. Auf die Stufe. Oh, die Eis. Kennst du die noch? Nein. Kennt ihr die noch, die langen Eis hier? Also wir durften jetzt nicht springen, also wir konnten schon springen, aber wir durften die Kamera nicht mit reinnehmen. Wir müssen quasi erst beantragen und eine Unterschrift leisten und ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja schon euch mitnehmen, wenn wir schon springen gehen, aber wir fahren jetzt an den Strand und wollten eigentlich nochmal ein paar Bilder mit den Scramblern machen und ein paar Videos. Das Wetter ist scheiße, aber wir probieren es. Weil wir haben noch heute die Scrambler. Wir haben noch nicht ein Video mit den Dingern gemacht, zumindest mit der Drohne. Also, auf geht's! Wir hatten, glaube ich, ein wenig Spaß. Der Platz sieht gut aus, ja. Ja. Vor allem, Jan hat noch sein Handy vorne dran. Er wollte ein Navi haben hier, auf dem Beach. Das war heute mal ein richtig geiler Spaß. Das ist genau das, was ich schon die ganze Zeit mir gewünscht habe. Regentag, das heißt, wir gehen nicht zum Pool. Wir machen heute mit dem Moped eine kleine Tour und wollten eigentlich springen gehen, aber die wollten nicht, dass wir da drinnen filmen. Total sinnlos. Und dann sind wir endlich zum Strand und haben das gemacht, was ich mit Julian schon letztes Jahr gemacht habe. Und zwar Halligalli am Strand mit dem Moped. Da sieht man wieder, man braucht kein Geld, um Halligalli zu machen. Also klar, das Moped ausleihen. Aber ansonsten einen Strand suchen und einfach durchdrehen. Und es war echt geil gewesen. Uns hat es zwar mehrmals gelegt, Julian gar nicht, oder? Nee. Julian hat es gar nicht gelegt. Nicht. Ja, sieht man nicht. Aber Jan hat es geworfen, mich hat es geworfen und Eugen auch. Jo, jetzt sind wir beim Italiener. Ich bin gespannt, ob der gut ist. Wenn ja, dann verlinke ich ihn wieder unten mit drin. Wir sind auf jeden Fall wieder in Seminyak angekommen. Wenn ihr Bali machen wollt, empfehle ich euch, macht Seminyak. Weil von da aus könnt ihr überall mal so hin. Außer ihr habt Kinder, dann müsst ihr runter wohnen. Nusu Dua. Da sind halt nicht so viele Wellen und da ist der Strand schön. Hier ist halt so ein bisschen für die jungen Gebliebenen, die Halligalli machen wollen. So, und jetzt gucke ich mal meine Menu-Card. Und dann schauen wir, was da gibt. Und dann geht's nach Hause. Dann muss ich Sachen packen für Singapur. Da weiß ich immer noch nicht, was ich mitnehmen soll. Aber ja. Taschen packen. Und Essen bestellen. Bis dann. So, ich bin mir jetzt immer noch unschlüssig, wo ich danach essen gehe, weil davon werde ich ja nicht satt sein. Ah, doch, guck mal, jetzt kommt nämlich noch mein. Oh, Freunde, sieht das geil aus, gibt's aber nicht bei mir. Das ist der Jan. Instagram Live ist aktiviert. Jan, du musst da warten. Noch nicht essen. Ja, das ist echt katastrophal hier. Warte, ich muss auch noch mal. So, ich bin jetzt am Packen für Singapur. Der Rucksack steht bereit. Was habe ich hier drin? Meine Drohne, 3-4 Nikis, eine kurze Hose und ja, meine Cam kommt noch mit. Ein paar Supplements von Ahead und von Unisubs. Ja, sonst eigentlich nichts. Kamera, Drohne, paar Klamotten. Also ich reise nur mit dem Handgepäck. Also ich gehe jetzt gleich schlafen und dann geht es für mich quasi morgen früh um 4 los. Also ich würde sagen, ab in den Rucksack und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog in Singapur. Wenn euch das Video wieder gefallen hat,
kommentiert ruhig mal, was ihr in Singapur sehen wollt. Denn ich bin ja 6 Tage da oder 5 Tage. Und ich gucke unter den Kommentaren, wo ich mal hingehen soll in Singapur. Und das mache ich dann noch. Also schreibt runter und wir sehen uns dann quasi dort.